Ein Marsch mal nicht ins Stadion, sondern in die Küche. Vom Training direkt ins Mannschaftshotel an der Friedberger Warte und dort mit viel Liebe zum Detail ein Festmahl zubereiten, inklusive Tipps vom Experten. Das traditionelle Mannschaftskochen des FSV Frankfurt für Neuzugänge, die es erstmals erleben, mal was komplett anderes. Ja, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jeder war mit voller Leidenschaft dabei. Ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv, was man so nicht erwartet, wenn man draußen sitzt und das Essen kommt, was da alles für Vorbereitungen getroffen werden mussten. Gemüse waschen, Gemüse schneiden. Wirklich bis ins kleinste Detail alles zu planen und zu machen. Lachspastete, Kürbiscremesuppe oder Hühnerbrust im Speckmantel. Da konnte den Ehrengästen und Sponsoren um Frankfurts Bürgermeister Olaf Kunitz schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Zumal sie den Spielern auch noch über die Schulter gucken durften. Und die Bornheimer Profis übten sich nicht nur im Kochen, sondern auch im Bedienen. Der große Saal mit 160 Gästen dermaßen gut gefüllt, dass für die Co-Trainer nur noch Stehplätze übrig blieben. Ihr Chef Benno Müllmann ließ es sich derweil schmecken, zumal er zugeben musste, selber nicht der beste Koch zu sein. Ich bin jetzt da nicht so geschickt drin, und weil ich auch nicht so die große Lust habe, immer zu kochen. Ich bin in meinem Leben lieber essen gegangen, als mir selber was zu machen. Wenn ich zu Hause bin, macht meine Frau das auch besser als ich, also insofern ist es nicht mein optimales Geschäft, das muss ich ganz klar sagen. Die Stimmung in der Mannschaft bei der 11. Auflage der Kochaktion jedenfalls bestens. Obwohl es in der zweiten Liga derzeit nicht ganz so rosig aussieht. Seit 4 Spielen ohne Sieg in der Tabelle auf Platz 13 abgerutscht. Nur 2 Punkte vor den Abstiegsrängen. Zum Glück müssen die Bornheimer erst übernächstes Wochenende wieder ran. Wenn man mit einem Sieg in die Länderspielpause gegangen wäre, dann wäre es natürlich umso schöner gewesen. Aber so ist es einfach so, dass wir uns jetzt einfach zusammenraufen müssen, in den 2 Wochen sehr gut trainieren müssen. Die Spiele davor gegen Mannschaften, die irgendwo mit uns auf Augenhöhe sind, haben wir teilweise zu wenig Einsatz, teilweise zu wenig Mut, zu wenig Entschlossenheit und zu wenig fußballerisches Können auch letztlich auf den Platz gebracht. Und das wollen wir wieder ändern, und die Mannschaft, weiß ich, glaubt daran, dass das auch geht und dass wir das hinkriegen. Und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist gut. Die Länderspielpause und das Mannschaftskochen sicher bestens geeignet, um mal den Kopf frei zu bekommen. Bis Ende des Jahres wollen die Bornheimer wieder ins Tabellenmittelfeld. Und ginge es um ihre Kochkünste, wären sie sicher auch für noch Höheres bestimmt.